Hallöchen und ganz herzlich willkommen zum dritten Teil der PMDG Tutorial-Reihe. Und nachdem wir uns jetzt in den ersten beiden Teilen angeschaut haben, wie wir den Flieger starten, wie wir ihn auf Reiseflughöhe bringen, wollen wir uns jetzt im dritten und letzten Teil anschauen, wie bereiten wir unseren Anflug vor, wie führen wir ihn durch, wie landen wir und wie stellen wir den Flieger dann letztlich ab und parken ihn. Ich würde sagen, wir hüpfen direkt ins Cockpit und gucken mal, was der Flieger da gerade so macht. Dort angekommen seht ihr, wir sind jetzt mittlerweile schon auf der Reiseflughöhe 30.000 Fuß, da in ungefähr 120, 160 Meilen. Irgendwo dazwischen ist dann auch schon unser Top of Descent und das ist immer ein guter Zeitpunkt, sich jetzt schon mal so ein bisschen Gedanken über den Anflug zu machen. Wenn jetzt irgendwas sein sollte, können wir mal ganz kurz gucken. Wir drücken mal auf Airport, dann bekommen wir alle verfügbaren Flughäfen, die für uns geeignet sind oder mehr oder weniger geeignet sind, in der Nähe angezeigt. Also ihr seht hier, in 80 Meilen kommt Frankfurt rechts von uns, dann kommt auch irgendwann Nürnberg hier. Unten ist es dann nicht mehr weit nach Stuttgart und sowas. Und dann kommt ja eigentlich schon Zürich. Das heißt, wir haben unterwegs auch immer gute Flughäfen, zu denen wir alternativ dann hinfliegen könnten. Jetzt habe ich uns auch schon mal die Karten für den Anflug rausgesucht. Und wir hatten ja in unserem Fall jetzt die Redux to Alpha Arrival eingegeben. Die führt uns dann einmal hier unten zum Wegpunkt Amici. Und von dort aus müssen wir dann aber wieder hier in den Gegenanflug. Deswegen habe ich jetzt mal die Karten durchgeguckt und ich habe gesehen, es gibt neben der Amici 1-4 Transition, die wir eigentlich drin hatten, wo wir dann so ein komisches Zickzack hatten und dann hier dieses Direct genommen haben, auch eine Relax 1-4 Transition. Das heißt, von unserem letzten Wegpunkt aus können wir auch ohne Arrival direkt auf diese Relax Transition fliegen. Und das macht natürlich deutlich mehr Sinn für uns, weil wir dann nämlich hier uns einfach ein bisschen das Routing vereinfachen, hier die Constraints auch richtig mit dabei haben und dann gegebenenfalls hier sogar ein bisschen abkürzen können. Das heißt, wir gehen einmal rüber ins Flight Management System, können jetzt hier wieder auf Departure Arrival gehen. In unserem Fall müssen wir zurück auf Index, weil wir möchten ja nicht die Departure ändern, die schon hinter uns liegt, sondern die Arrival. Es bleibt beim ILS 1-4. Ihr seht jetzt auch, standardmäßig, wenn wir hier das ILS auswählen, ist auch keine Arrival mit ausgewählt. Das heißt, die Redux to Alpha ist nicht mehr ausgewählt. Dann können wir nämlich direkt die Redux 1-4 Transition auswählen. Das Ganze mit Execute bestätigen. Wenn wir jetzt nochmal in den Plan-Modus gehen, sollte das schon ein bisschen besser ausschauen. Dann können wir nämlich auch ohne Direct hier jetzt ein offizielles Routing fliegen. Und dieses ganze Zickzack fliegt man normalerweise nicht alles ab, sondern nur, wenn halt entsprechend viel Traffic ist. Da wir jetzt in unserem Fall aber kaum Traffic vor uns haben, können wir das Ganze auch so ein bisschen abkürzen. Und zwar kommen wir ja von Relax hier, würden dann Richtung Südosten fliegen, dann Richtung Südwesten, dann wieder Richtung Nordwesten, um dann wieder letztlich Richtung Südosten einzudrehen. Und wenn kein Traffic vor uns ist, auf Watzel muss es uns natürlich der Lotse genehmigen. Wäre es natürlich ein sehr cooler Shortcut, wenn wir von Redux nach Sudo Hotel 409 einfach weiterfliegen könnten. Und in unserem Fall sind wir ja offline, das heißt, das können wir ruhig machen. Ihr habt euch gemerkt, wenn wir einen Wegpunkt vorziehen wollen, müssen wir den einmal auswählen. Dann steht er hier unten drin und dann hängen wir ihn einfach dorthin, wo wir ihn gerne haben möchten, nämlich hinter dem Wegpunkt Redux. Dann bestätigen wir das Ganze mit Execute. Gehen aus dem Plan-Modus wieder raus und schon seht ihr, unser ganzes Routing hat sich extrem verkürzt und wir können relativ straight in nach Zürich reinfliegen. Logischerweise hat sich auch unser Top of Descent jetzt ein Stückchen nach vorne verschoben, weil wir ja jetzt nicht mehr ganz so viel Strecke abfliegen müssen. Mittlerweile hat sich auch die Alternate-Liste nochmal aktualisiert. Kann man in der PMDG einstellen, dass das automatisch geschieht. Finde ich ein ganz cooles Feature. Dann können wir uns nämlich auch immer anzeigen lassen, welche Flughäfen wir jetzt gerade in der Nähe haben. Wenn wir hier auf Alternate drücken, sehen wir jetzt zum Beispiel, Frankfurt ist hier in der Nähe, da würden wir um 13.15 Uhr Zulu, also in ungefähr 17 Minuten ankommen, mit 14 Tonnen Sprit verbleibend. Das wäre also ein super Alternate, Nürnberg auch nur eine Minute länger, allerdings sah die Bahn ein bisschen kürzer. Dann würden wir natürlich noch aufs Wetter gucken und so weiter. In unserem Fall passt aber alles, deswegen müssen wir jetzt kein Alternate auswählen, aber könnten wir dann hier uns super anschauen. Stattdessen gucken wir jetzt einmal, mit wie viel Sprit wir nachher voraussichtlich in Zürich ankommen. Das sind nämlich in unserem Fall 12,1 Tonnen. Jetzt können wir mal schauen. Wir haben aktuell 14,4 Tonnen dabei. Das heißt, 2,3 Tonnen weniger als wir jetzt haben, werden wir zur Ankunft haben. Das heißt, diese 2,3 Tonnen
können wir jetzt mal vom aktuellen Gewicht abziehen. 2 Tonnen weniger wären 212,5, nochmal 300 Kilo weniger sind 212,2. Andersrum, 212,2. Das ist also unser Grossweight zur Landung. Und dann können wir jetzt auswählen, wir möchten mit Flaps 20, Flaps 25 oder Flaps 30 landen. In unserem Fall nehmen wir jetzt einfach mal das Standardklappensetting von Flaps 30. Ansonsten könnte man, wie gesagt, auch mit niedrigeren Klappensettings landen. Und dann haben wir eine Reference Speed von 137 Knoten. Die Rival an sich ist jetzt gerade, nachdem wir sie auch abgekürzt haben, relativ entspannt. Wir kommen über Relax rein, fliegen von Relax nach Sudo Hotel 409, 410. Dort müssen wir noch über 6000 Fuß haben. Dann nach Sudo Hotel 414 über 4300 Fuß zum Wegpunkt Osnem. Und dort müssen wir dann über 4000 Fuß haben. Das Ganze ist unter der MSA. Allerdings ist hier alles noch weiß hinterlegt. Und hier oben sehen wir, alles was weiß ist, ist maximal 3000 Fuß hoch. Das heißt, da sind wir auf 4000 Fuß noch in der sicheren Höhe unterwegs. Auch diese Abkürzung können wir problemlos fliegen, weil auch hier alles weiß hinterlegt ist. Und wir ja auch ohnehin in diesem Teil noch über der MSA sind. Vom Wegpunkt Osnem aus fliegen wir dann auf den ILS Approach für die Bahn 1.4. Der geht bei Osnem dann aus 4000 Fuß los mit einem 3 Grad Sinkwinkel runter in Richtung Bahn. Und unser Minimum für den Anflug sind 1602 Fuß. Den Wert merken wir uns jetzt einmal, runden den auf den nächsten Zehner, also 1610. Und das Ganze können wir jetzt hier beim Minimum einmal eindrehen. Das Ganze kann ein bisschen dauern, je nachdem, wie hoch das Minimum ist. Dauert das einen Moment. Aber wenn ihr das Mausrad zum Scrollen nehmt und gleichzeitig klickt, geht das doch relativ zügig. Und dann drehen wir hier die 1610 Fuß ein. So. Und dann bekommen wir das Minimum hier auch angezeigt. Wenn wir durchstarten sollten, geht es erstmal geradeaus weiter bis 5 Meilen India Kilo Lima. Dann würden wir in den Linksturn gehen bis 7,8 Meilen von Zürich, Maximum 4000 Feet. Und dann rechts rum nach Zulu Uniform Echo, also zum Zürich East VOR. India Kilo Lima ist dabei das ILS DMI, das haben wir ja ohnehin gesetzt. Und ZUE, also das Zürich East VOR, das können wir uns einmal hier setzen. Zum Beispiel auf das VOR 1. Das ILS 111,75, 134 Grad. Können wir auch hier nochmal bestätigen. Das Ganze ist hier geparkt. Also der Flieger weiß schon, dass wir das ILS nachher fliegen wollen und nimmt dann automatisch Kurs und Frequenz aus der Datenbank. Jetzt wäre es noch ganz interessant zu wissen, wie das Wetter in Zürich ist. Das heißt, wir gehen einmal nochmal hier auf Flight Details, gehen auf Arrival und gucken jetzt hier einmal aufs Wetter. Letzte Wetter ist von 13.20 Uhr Sulu. Wind ist dort gewesen variabel mit 2 Knoten. Gute Sicht, leichte Bewölkung nur auf 2000 Fuß, 23 Grad und das letzte QNH waren 1012. Also, wir sehen tipptopp Wetter und das QNH von 1012 können wir hier mit dem Knopf auch schon mal einstellen, vorselektieren. Das sehen wir dann immer hier unten. In dem Fall ist es noch 1011. Das heißt, wir drehen zwar eins weiter, dann sind wir hier bei 1012. Und dann müssen wir nämlich nachher nur einmal auf den Standard-Button hier drücken und dann wechselt der Flieger automatisch auf das Setting, was wir hier schon eingestellt haben. Was wir jetzt noch einmal machen müssen, ist die Landing-Performance zu berechnen. Dazu gehen wir zurück ins Tablet, auf das Performance-Tool und dann auf Landing Enroute. Jetzt können wir hier einfach Import from OFP machen, beziehungsweise erstmal die Bahn auswählen, in unserem Fall die 1.4. Den Rest zieht er sich dann automatisch von der Datenbank. Vom Flugzeug die Gewichte können wir uns auch automatisch ziehen. Er hat jetzt in dem Fall auch ungefähr 212.200 Kilogramm berechnet. Das passen wir nochmal ganz kurz an. Flap Configuration zur Landung wählen wir 20 aus. Air Conditioning bleibt on. Engine and Wing Anti-Ice ist auf Auto. Reverse können wir einfach No Credit lassen. Falls einer nicht funktionieren sollte, können wir das hier wählen. Auto Brakes können wir hier selektieren. Wir probieren es jetzt erstmal mit Auto Brakes 2. Gucken mal, wie das hinhaut. Non-Normal Conditions haben wir nicht. Und auf die VREF sind immer mindestens 5, die wir oben drauf rechnen. Je nachdem, wie stark der Wind auch ist, können wir auch ein bisschen mehr, bis zu 20 Knoten drauf rechnen. Und dann nehmen wir noch einmal natürlich das aktuelle Wetter mit in die Berechnung ein. Ist ja auch nicht ganz unwichtig.
dann drücken wir einmal auf Calculate und dann sehen wir, wir haben eine Required Landing Distance von 2400 Metern. Insgesamt zur Verfügung haben wir 3174 Meter. Das heißt, wir haben knapp 700 Meter Stop Margin hinten raus noch übrig. Das heißt, Auto Brakes 2 sollte ein gutes Setting für die Landung sein. Und dann können wir das hier auch schon mal auswählen. Gerade jetzt auch bei hohen Temperaturen draußen ist es natürlich sinnvoll, kein so hohes Autobrake-Setting zu nehmen, wenn man es nicht unbedingt braucht. Und in unserem Fall brauchen wir es nicht, deswegen schonen wir die Bremsen ein bisschen, indem wir nur Autobrakes 2 anwählen. Würden wir jetzt die Bahn relativ zügig verlassen wollen, dann würde natürlich ein höheres Autobrake-Setting auch Sinn machen. Wenn wir uns das jetzt aber mal im Fall von Zürich angucken, wenn wir nämlich auf der 1.4 nachher landen, dann sehen wir, dass wir die Bahn sowieso erst frühestens hier über Hotel 1 oder dann Hotel 2 bzw. Hotel 3 verlassen können. Vorher gibt es ohnehin kein Exit. Das heißt, wir müssen so oder so fast die ganze Bahn runterrollen. Und wenn wir natürlich jetzt mit Autobrakes Max hier landen und dann hier schon auf 20 Knoten sind, müssen wir dieses ganze Stück hier langsam lang eiern. Während wenn wir langsam entspannt runterbremsen, können wir dann hier super über Hotel 1 oder Hotel 2 die Bahn verlassen. Und dann würden wir hier einmal runterrollen auf den Taxiway Charlie und dann hier auf eine der Parkpositionen an dem Pier dort parken. Zürich hat ansonsten ein paar Besonderheiten. Wir haben ein bisschen Terrain drumherum. Wir haben hier drei verschiedene Bahnen, die unterschiedlich genutzt werden. Es kann parallel auf der 1.4 und auf der 2.8 Verkehr starten und landen, manchmal auch noch auf der 1.6 gleichzeitig. Wir haben in unserem Fall aber eine Bahn, die nicht von einer anderen Bahn noch gekreuzt wird. Hier wird eigentlich, gerade wenn die 1.4 in Use ist, nur gelandet. Und ansonsten ist die Bahn aber ausreichend lang. Wir sind auch nicht super schwer. Wir haben keine Hotspots fürs Reinrollen. Aber wir müssen halt ein bisschen auf das Terrain rund um den Flughafen achten. Ansonsten können wir auch hier, wenn wir möchten, über die Fix-Info-Seite uns den Flughafen Zürich einmal eingeben, um uns da die MSA zu visualisieren. Das heißt, in unserem Fall, wenn wir jetzt nochmal auf die Karte gucken, hatten wir im Norden des Flughafens eine MSA von 4500 Fuß bzw. 5600 Fuß. Und jetzt ist natürlich eine berechtigte Frage, wie kann ich das jetzt gut einzeichnen? Was wir auf jeden Fall erstmal brauchen, ist dieser 25 Meilen Radius. Den können wir ja schon einzeichnen, das habe ich euch ja schon gezeigt. Und was jetzt noch interessant ist, sind diese Kurse hier, beziehungsweise dann die jeweilige Gegenrichtung. Wir möchten nämlich uns hier diesen Sektor einmal einzeichnen und gerne einmal diesen Sektor einzeichnen. Um diesen Sektor einzuzeichnen, brauchen wir den Gegenkurs von 265 Grad. Das heißt, 265 minus 180 ist 85. Das heißt, 85 Grad zeichnen wir jetzt schon mal ein. Kurzer Break, bevor wir es nämlich vergessen, wir sind gleich am Top of Descent. Bevor wir dort angekommen sind, der Flieger erinnert uns dann auch manchmal noch mit Reset MCP Altitude, müssen wir auch schon mal die Höhe runterdrehen, weil nur dann kann der Flieger selbstständig in die Descent gehen. Wir sinken jetzt schon mal auf 10.000 Fuß. Und dann gehen wir, wie gesagt, unser Bearing von 85 Grad hier einmal ein. Beziehungsweise wir müssen es dreistellig eingeben. In dem Fall also 085. Und einen 25 Meilen Radius. Dann brauchen wir das zweite Bearing. Das sind 170 Grad. Beziehungsweise der Gegenkurs dann 350 Grad. Auch den können wir einmal einzeichnen. Und wir brauchen das hier drüben, die 100 Grad, dort der Gegenkurs sind 280 Grad, auch die zeichnen wir einmal ein. Und das können wir alles in einen Fix quasi reinpacken. Und wenn wir uns jetzt einmal im Plan-Modus den Flughafen Zürich angucken, könnt ihr es schon erahnen, haben wir hier wunderschön unsere MSA Tortenstückchen eingezeichnet. Das wissen wir, okay, in dem Bereich brauchen wir die und die Höhe, in dem Bereich die und die Höhe. Und können dann immer gegenchecken, okay, sind wir jetzt über der MSA noch oder schon unter der MSA? Und falls wir unter der MSA sind, sind wir da, wo wir gerade fliegen, auf einer sicheren Höhe. Nur, dass ihr das auch mal gesehen habt. Gut, ansonsten hat der Flieger jetzt selbstständig den Sinkflug eingeleitet. Das heißt, wir können schon mal die Seatbelts und die No Electronic Signs wieder auf On stellen. Wetter voraus, schaut in Ordnung aus. Hier gehen wir natürlich aus dem Plan-Modus wieder raus und synchronisieren wieder unser Heading mit. Und dann sind wir jetzt im Landeanflug auf Zürich. Während des Sinkfluges können wir auch schon mal auf Checkliste drücken, weil wir haben nämlich eine Descent-Checklist.
Und die möchte, dass wir als allererstes mal den Recall checken. Das heißt, wir drücken hier einmal drauf, haben immer noch die Tailstrike-Meldung, wo wir ja aber gar keinen Tailstrike hatten, ist aber nicht weiter schlimm. Recall ist also gecheckt. Die Nodes haben wir auch alle gecheckt für den Flughafen. Autobrake ist gesetzt auf 2, so wie es berechnet war. Landing Data, VREF 137 und Minimums, Baro 1610 Feet. Approach Briefing is completed, haben wir ja eben schon gemacht. Und damit ist die Descent Checklist complete. So, jetzt seht ihr, wir sind im Landeanflug, haben uns genug Zeit vorher genommen, alles vorzubereiten. Jetzt können wir uns wirklich also aufs Fliegen konzentrieren. Deswegen empfehle ich immer so allerspätestens 100 Meilen vorm Top of Descent schon den kompletten Plan machen, alles eingeben für den Anflug, dass es dann nicht im Nachhinein auch stressig wird. Gerade auf Watzen, wenn man zum Beispiel nach Zürich reinfliegt, passiert es gerne mal, dass da richtig viel Traffic ist, gerade bei Events. Und wenn man dann mit dem ganzen Traffic noch irgendwie nebenbei seinen Landeanflug vorbereiten muss, kommt man nur unnötig in Hektik. Und deswegen macht das lieber alles rechtzeitig vorher. Dann würde ich sagen, wir machen nochmal einen kurzen Cut und dann sehen wir uns gleich wieder knapp bei knapp 10.000 Fuß, weil da machen wir noch ein paar Items und dann geht es auch schon in den Anflug nach Zürich rein. So, ihr seht, wir sind mittlerweile jetzt fast auf 10.000 Fuß angekommen. 11.200 durchfliegen wir gerade und wir haben eine FMC-Message. Dort steht Drag required. Das heißt, der Flieger benötigt mehr Widerstand, als er aktuell selber haben kann. Hat sich jetzt in dem Moment aufgelöst, weil wir jetzt ohnehin auf 240 Knoten reduzieren wollen. Sollte diese Meldung aber mal während des Sinkfluges schon in größeren Höhen kommen oder dann jetzt unter 10.000 Fuß, dann einfach entweder die Geschwindigkeit hochdrehen, dass der Flieger schneller sinken kann, damit mehr Widerstand hat, die Speedbrakes dazu nehmen oder wenn dann im Anflug das Ganze passiert, auf dem ILS auch dann schon etwas früher das Fahrwerk ausfahren. All das sorgt für Widerstand oder für mehr Widerstand, dass der Flieger besser sinken kann. Jetzt hat uns der Lotse die Freigabe gegeben. Wir dürfen über die Arrival auf 4000 Fuß sinken. QNH war 1012. Das heißt, wir drehen 4000 Fuß ein und setzen einmal die Altimeters. QNH 1012 Crosscheck passing 10.400 feet now. Auch hier auf dem Standby-Instrument checken wir das Ganze natürlich mit. Der Kollege drüben guckt einmal bei sich auf dem Display. Das passt alles. Und ihr seht, der Flieger reduziert jetzt auch automatisch auf 240 Knoten unter Flight Level 100. Wenn wir dann die 10.000 Fuß erreicht haben oder auch schon kurz davor, können wir die Landing Lights noch mit dazu schalten und die Runway Turn-Off Lights. Das Lämpchen hier können wir, oder den Schalter besser gesagt, können wir auch schon anschalten. Das Licht ist ohnehin aus, wenn das Fahrwerk noch drin ist. Es würde dann automatisch mit angehen, wenn wir später dann auf dem ILS sind und das Fahrwerk ausfahren. Das Taxi Light lassen wir bewusst noch aus, weil das schalten wir quasi an als Reminder, okay, wir haben unsere Landing Clearance bekommen. Wenn man offline fliegt, ist es nicht so wichtig. Bevor man es später vergisst, kann man es auch jetzt nochmal machen. Und jetzt seht ihr wieder Drag required. Der Flieger braucht also Widerstand. Daher nehmen wir die Speedbrakes, fahren die mal ein Stückchen raus und schon seht ihr, kann der Flieger seine Geschwindigkeit deutlich besser abbauen. Und wenn wir mal auf die Tragfläche gucken, dann seht ihr jetzt auch, die Speedbrakes sind draußen, sorgen für Widerstand. Damit kann der Flieger jetzt schön seine überschüssige Energie abbauen. Jetzt, wenn das QNH gesetzt ist und wir unter 10.000 Fuß sind, beziehungsweise unter der Höhe, wo wir dann das QNH gesetzt haben, können wir einmal hier auf die Checkliste gehen. Dann haben wir unsere Approach-Checklist, Altimeters QNH 1012. Damit ist die Approach-Checklist complete. Dann ist unser nächster Wegpunkt Sudu Hotel 409. Das Ganze können wir auch hier auf der Lex-Page immer nochmal sehen. Da haben wir noch kein Constraint, da sollen wir ankommen auf 7308 Fuß mit 240 Knoten. Dann bei Sulu Hotel 410 haben wir dann die Beschränkung 6000 Fuß und das A steht für Above. Also wir müssen 6000 Fuß oder darüber sein. Bei Sulu Hotel 414 dann noch mit knapp 200 Knoten bei über 4300 Fuß und beim Center Fix für das ILS für die Runway 14, deswegen CI14, sollen wir dann noch 4000 Fuß or above sein. So, wenn wir jetzt die Speedbrake vergessen und der Flieger Schub reinschiebt, das habe ich jetzt mal bewusst gemacht, um euch das zu zeigen, erinnert uns der Flieger auch dran.
Ey, du hast dein Speedbrake noch draußen, du machst gerade unnötig Widerstand, fahr die mal lieber wieder ein. Dann machen wir das, dann checkt der Flieger auch, okay, hast du wieder eingefahren, die Meldung geht weg, die Triebwerke müssen auch nicht mehr so hochlaufen und dann passt das alles. So, jetzt zoomen wir ein Stückchen rein. Sulu Hotel 409 überfliegen wir jetzt gerade. Ihr seht auch, das ILS hat der Flieger schon identifiziert. India Kilo Lima, 134 Grad, 18 Meilen sind wir davon noch entfernt. Da sehen wir auch schon die Glide Slope Indication, hier unten schon die Localizer Indication. Und sobald wir jetzt dann hier inbound auf den Localizer sind, können wir dann auch den Approach Mode aktivieren und dann nach und nach die Klappen ausfahren. Auch für das ILS bräuchten wir natürlich dann wieder eine Freigabe vom Lotsen. Das Schöne ist, wenn man offline fliegt, wie in unserem Fall jetzt, können wir uns einfach selber drum kümmern. Ansonsten könnten wir, glaube ich, da hinten den Flughafen Zürich auch schon sehen. So ist es. Das ist die Bahn, auf der wir jetzt gleich landen möchten. Ihr seht, wir haben ein bisschen Terrain auf dem Weg dorthin, aber jetzt nicht so krass, wie es dann hier im Süden des Flughafens werden würde. Und dann geht der Flieger jetzt in die Linkskurve. Und jetzt können wir auch schon mal anfangen, die Geschwindigkeit zu reduzieren. Das heißt, der Flieger wird das gleich ohnehin selbstständig machen. Oder wir commanden das, also geben das in Auftrag, indem wir schon mal die erste Klappenstufe wählen, Flaps 1. Dann seht ihr, der Speedbug, beziehungsweise die angewählte Geschwindigkeit vom Flieger, geht automatisch nach unten. Wobei er jetzt hier erstmal nur auf die Flaps 1 Speed gehen sollte und nicht schon direkt runter auf 170 Knoten. Wenn ihr eine Geschwindigkeit selber festlegen wollt und nicht die Geschwindigkeit vom Autopiloten fliegen wollt, könnt ihr auch einfach den Knopf hier einmal reindrücken, während LNAV und VNAV weiterhin aktiv bleibt und dann einfach selbst hier eine Geschwindigkeit eindrehen. Ist besonders, wenn ihr einen Anflug über LNAV und VNAV fliegt, interessant, weil das kann der Flieger dann doch nicht selber. So, dann können wir jetzt den Approach-Modus aktivieren. Ihr seht, Localizer ist schon gecaptured, Glide Slope ist gearmt. Und jetzt müssen wir nur gucken, dass wir die überschüssige Energie noch loswerden. Das heißt, wir fahren schon mal das nächste Klappensetting, Flaps 5. Wenn ihr euch nicht sicher seid, wie schnell darf ich maximal sein, um die nächste Klappenstufe auszufahren, einfach hier unten einmal luschern. Flap Limit für Flaps 5 245 Knoten, für Flaps 15 dann 230 Knoten. Klappensettings in der 777. Fast so wie in der Boeing 737, nur mit nochmal ein bisschen weniger. Flaps 1, 5, 15, 20, 25 und 30 haben wir. Unsere Go-Round-Altitude von 4000 Fuß haben wir direkt gesetzt. Der Altitude Alert kommt, weil wir die eingedrehte Höhe gleich erreichen. Und dann sehen wir voraus schon den Flughafen, auf dem wir jetzt gleich landen wollen. Alles in Sicht. Sehr schön. Jetzt merkt ihr schon, wir sind zwar auf Idle Speed und haben auch schon Flaps auf 5, aber der Flieger gleitet ganz schön gut. Vielleicht auch ein bisschen besser, als uns das lieb wäre. Und um das jetzt einfach zu kompensieren, können wir sagen, okay, wir nehmen entweder die Speedbrakes dazu oder wir fahren halt jetzt das Fahrwerk schon ein bisschen früher aus. In unserem Fall warten wir jetzt mal noch einen kleinen Moment. Ihr seht ja hier oben, wir sind jetzt so bei 8,5 Meilen. Und so bei ungefähr 7 Meilen können wir dann das Fahrwerk ausfahren und den Flieger dann fertig konfigurieren für die Landung. Jetzt können wir auch die Geschwindigkeit schon weiter runterdrehen, weil mit Flaps 5 können wir auch noch 180 Knoten fliegen. Aber ihr seht, das mit der Geschwindigkeit wird nicht besser. Also fahren wir das Fahrwerk schon mal aus. Gear down. Und da dieses massive Fahrwerk natürlich enorm für Widerstand sorgt, sollten wir jetzt auch zügig langsamer werden. Die Speedbrakes können wir schon mal armen, die Flaps auf 15 stellen. Und dann gehen wir auf unsere Reference Speed 137 plus 5, also auf 142 Knoten. Und dann haben wir jetzt noch knapp 5 Meilen, sind immer noch relativ schnell. Das heißt, wir nehmen noch mal ganz kurz die Speedbrakes dazu. Auch das ist gar nicht problematisch oder so. Wir müssen halt nur darauf achten, dass wir sie rechtzeitig dann wieder einfahren. Und jetzt können wir mal gucken, für Flaps 30 dürfen wir maximal 180 Knoten haben. Die haben wir jetzt auch erreicht. Also Flaps 25. Und dann Speedbrakes wieder rein. Flaps 30. Speedbrake auch wieder armen. 1000 ist gecheckt.
Und dann haben wir noch eine Landing Checklist. Landing, die Flaps fahren gerade noch. Das heißt, das hakt sich dann gleich automatisch ab. Und damit ist die Landing Checklist complete. Wir sehen die Bahn voraus. Und jetzt müssen wir den Flieger nur noch schön von Hand landen. Und dann wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß dabei, bei meiner ersten 777-Landung. Tatsächlich. Ich habe es nicht vorher geübt. Continue. Speed breaks up. Nase schön langsam runternehmen. Reverse ist normal. Und dann rollen wir gemütlich aus, bremsen mit Autobrakes zu runter. Ihr seht, das haut wunderbar hin. Jetzt haben wir sehr lange gefloatet, deswegen haben wir jetzt die beiden Exits nicht bekommen, aber ist auch gar kein Problem. Dann nehmen wir einfach den letzten 60 Knots, Idle Reverse. Und dann können wir auch den Rest selber runterbremsen, Manual Brakes. Jetzt seht ihr auch hier nochmal in Gelb Autobrake Off. Ist einfach die Erinnerung, okay, deine Autobrake ist jetzt aus, also denk dran, dass du selber bremsen musst. Und dann so mit ungefähr 15 Knoten rollen wir dann hier gemütlich von der Bahn. Und dann heiße ich euch herzlich willkommen in Zürich. Von der Bahn runtergerollt, machen wir mal ein paar Items. Wir schalten die Autobrake aus. Die Lämpchen machen wir aus. Da wir jetzt ja keine eigenen Landing Clearance bekommen haben, ist unser Taxi Light noch aus. Das machen wir also jetzt mal schnell noch an. Hat keiner gesehen. Das TCAS können wir auch wieder ausschalten. Das TCAS kann man übrigens dann im Reiseflug dann auf Below stellen. Dann sieht man wieder hauptsächlich den Traffic unter sich. Jetzt auch vor allem wichtig daran denken, das Wetterradar einmal auszustellen. Wir wollen ja jetzt hier nicht unnötig Strahlung am Boden verursachen für die Ground Crews und so weiter. Und dann starten wir einmal die APU. Und dann biegen wir jetzt hier den zweiten Taxiweg nach rechts ab. Und gucken dann, dass wir hier an den Apron kommen, um uns dann hier an eines der Heavy Gates zu stellen. Speed Brakes und Flaps können wir ansonsten auch noch einfahren. Und dann sind wir gut in Zürich angekommen. Herzlich willkommen. Das Terrain Radar können wir im Übrigen anlassen, weil das Terrain Radar tatsächlich kein richtiges Radar ist, sondern einfach auf der Datenbank, die der Flieger ohnehin schon hat, basiert. Da wird also nicht Radarstrahlung ausgesendet. Die APU fährt währenddessen hoch. Können wir dann auch wieder hier über die Status Page einmal confirmen, wenn die APU dann vermeintlich da ist. Ja, hat 100% RPM erreicht, heißt APU is available und übernimmt dann, sobald wir die Triebwerke am Gate ausgeschalten haben. Die Flaps sind jetzt mittlerweile auch eingefahren. Und dann müssen wir jetzt nur noch zur Parkposition rollen. Eine von den ersten auf der rechten Seite sollte gut für uns sein. Wir brauchen natürlich jetzt ein Heavy Gate. Wir können mit unserem Riesenflieger leider nicht mehr an jedes Gate rollen, das wir gerne möchten. Ansonsten, Anti-Ice müssen wir jetzt nochmal entscheiden, wenn wir es anhätten, brauchen wir es noch oder nicht. Und ansonsten, Rest haben wir jetzt schon gemacht. Und dann geht es jetzt gemütlich einmal zur Parkposition. Wenn wir einmal noch kurz gucken. Checkliste, haben wir keine After-Landing-Checklist, wie bei manchen anderen Flugzeugen, beim 320 zum Beispiel. Sondern erst wieder die Shutdown-Checklist, das heißt, da müssen wir auch keine lesen. Und dann können wir jetzt zum Beispiel hier gleich das erste Gate oder das zweite Gate dann auf der rechten Seite nehmen.
Das sollte für unsere 777 ganz gut passen. Das erste sieht mir hier wie ein 380 Gate aus. Dann nehmen wir das zweite, in dem Fall Echo 25. Und bevor wir reinrollen, natürlich einmal Lämpchen ausmachen. Wir wollen jetzt natürlich hier keine blenden. Und auch hier beim Einparken wieder darauf achten. Schön Oversteering machen. Das heißt erstmal vermeintlich am Gate vorbeirollen, bis man die Linie hinterm Cockpit nicht mehr sieht. Und dann ein bisschen Schub geben. Hier gemütlich einrollen. Taxicam funktioniert leider nicht. Könnte man ansonsten hier noch einstellen. Vielleicht kommt die irgendwann noch nach. Na, und dann kann man sich so ein bisschen auch behelfen, wenn man hier unten noch so eine Kameraperspektive platziert. Und dann wollen wir hier schön einmal rein in die Parkposition. Und das VDGS zeigt es aktuell nichts an. Das heißt, wir müssen es halt einfach so ein bisschen abschätzen, wie weit wir jetzt noch rollen müssen. Halt vor allem so, dass der hintere Bereich des Flugzeugs nicht irgendwie noch hier blöd am Ende raushängt. Und dann halten wir einmal an. Drücken die Bremsen voll durch. Dann können wir nämlich die Parkbremse setzen. APU haben wir gecheckt. Die ist available. Dann können wir das Triebwerk 1 ausschalten. Triebwerk 2 ausschalten. Und sagen Cabin Crew All Doors in Park. Transponder stellen wir auf 2000. Und schalten das Ganze einmal aus. Brauchen wir jetzt ja nicht mehr. Dann gehen wir ins Override Panel. Schalten einmal die Fuel Pumps aus, die wir benutzt haben. Das Beacon Light können wir ausschalten. Und dann machen wir das mit den Hydraulikpumpen nochmal rückwärts. Das heißt alles off. Bis auf die Right Electrical Demand Pump. Dann die zwei Kollegen einmal aus. Und als letztes dann die Right Electrical Demand Pump auf off. Und dann, wenn alle Türen disarmed sind, Signs off. Gucken nochmal, dass das von den Lichtern her alles passt. Unseren Flight Director brauchen wir jetzt ja auch nicht mehr. Können wir sowohl links als auch rechts einmal ausschalten. Und ansonsten haben wir alles gemacht. Dann kommt jetzt eine Shutdown Checklist. Shutdown, Parking Brake ist on. Und damit ist die Shutdown Checklist complete. Dann können wir jetzt über GSX uns die Treppe einmal dran holen. Können dann die Passagiere aussteigen lassen, Cargo deboarden. Und um es jetzt noch vollständig zu machen, können wir gerne das Flugzeug noch ganz ausschalten. Das heißt, wir machen quasi alles wieder rückgängig, was wir vorher noch gemacht haben. Hier seht ihr, Terrain ist zum Beispiel noch an. Das würden wir dann einmal hier auch wieder ausschalten. Das TCAS geht wieder auf Neutral. Hier unten haben wir gar nicht sonderlich viel angefasst. Das passt alles soweit. Wir gehen ins Override Panel. ADIRU schalten wir aus. Dann müssen wir uns natürlich jetzt einmal noch eine Ground Power dazu holen. Können wir einmal wieder hier übers Tablet machen. Ground Operations, Ground Connections, Shocks einmal setzen und dann eine Ground Power requesten. Wenn wir die haben, können wir die nämlich nehmen und brauchen nicht mehr die APU. Die APU braucht ja dann auch einen kleinen Moment, bis sie heruntergefahren ist. Dann können wir den Strom für die Kabine ausschalten. Die External Power lassen wir noch für einen Moment an. Dann können wir die Emergency Exit Lights wieder auf off stellen. Window Heat können wir ausschalten. Die Hydraulikpumpen sind alle aus. Nav Light können wir ausmachen. Der Rest hier hat ja gepasst. Und das können wir auch so lassen. Dann, wie immer, wenn wir was über die APU wissen wollen, gehen wir auf die Status Page. Dann seht ihr jetzt hier, die ist immer noch bei 70% RPM. Das heißt, die APU läuft aktuell noch. Dann würden wir jetzt einfach warten, bis sie hier entspannt noch runtergefahren ist. Dann würden wir noch die Batterie und die External Power ausstellen. In dem Fall warten wir jetzt einfach noch einen kleinen Moment. Die Packs können wir auch noch auf aufstellen. Da kommt jetzt ja ohnehin keine Luft mehr an. Die Flight Deck Door kann jetzt natürlich auch wieder geöffnet werden. Jetzt sind wir ja nicht mehr im kritischen Teil des Fluges. Jetzt kann auch nichts mehr passieren. Dann kann man noch ein bisschen hinter in die Kabine gucken. Und dann, sobald die APU, wie gesagt, heruntergefahren ist, gehen wir noch einmal ins Orbit Panel, schalten die Batterie aus und dann letztlich noch die External Power. Aber vorher wichtig, einmal noch die Checkliste lesen. Wir wollen ja nichts
Halbes machen unsere Secure Checklist. Secure. ADIU haben wir schon auf off gestellt. Das müssen wir auch nicht lesen. Emergency Exit Lights ist off. Und die PECs sense der Flieger nicht selber. Also erkennt er nicht selber. Und damit ist die Secure Checklist complete. So, dann einmal Status. Ihr seht, jetzt fährt die APU noch final runter. Die Abgastemperatur sinkt. Und sobald wir dann da einen halbwegs niedrigen Wert erreicht haben, geht dann die External Power noch mit aus. Und dann haben wir es schon geschafft. Unseren allerersten Flug mit der PNDG 777. Ich würde sagen, wenn man eine 737 schon fliegen kann oder allgemeine Boeing fliegen kann, dann ist die 777 gar kein großes Hexenwerk. Wer halt Boeing an sich noch nicht kennt, für den wird einiges noch neu gewesen sein. Aber macht einfach ein paar Flüge und dann werdet ihr euch daran gewöhnen. So, letzte Aktion. External Power geht aus. Damit wird es ruhig im Flugzeug. Flieger ist abgestellt. Und wir haben es geschafft. Und so macht man einen 777-Flug. Beispielhaft jetzt in dem Fall von Berlin nach Zürich. Vielen Dank, dass ihr bis hierhin durchgehalten habt. Ich hoffe, es war für euch interessant. Ich hoffe, ihr konntet einiges aus dem Video mitnehmen. Ich kann euch nur raten, macht euch euer eigenes Bild. Wenn es euch interessiert, das Flugzeug, schaut mal, ob das was für euch ist. Und wenn ihr es dann euch zulegt, wisst ihr jetzt, wie man es fliegen kann. Und es wird bestimmt noch irgendwas unklar sein, irgendwas, was ich nicht erklärt habe. Dann meldet euch sehr, sehr gerne in den Kommentaren. Auch gerne Feedback dalassen. Und ansonsten wünsche ich euch jetzt ganz, ganz viel Spaß beim Nachfliegen. Für Fragen könnt ihr auch immer in unseren Community-Discord kommen. Auch da wird euch gerne weitergeholfen und es gewittert schon im Hintergrund. Deswegen machen wir jetzt schnell die Biege, bringen uns in Sicherheit. Vielen Dank fürs Dabeisein, fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like und ein Abo da. Kostet beides nichts und tut auch nicht weh, versprochen. Und dann sehen wir uns hoffentlich bald zu einem neuen Video wieder. Schaut auch gerne bei Twitch vorbei. Und bis dahin wünsche ich euch wie immer always happy landings.